Hallo zusammen. Heute rede ich über die Felgen. Die Felgen hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Für mein erstes Fahrzeug, das ich gebaut habe, habe ich hier im Ersatzteilbereich Felgen gekauft. Dann habe ich angefangen zu schauen, woher diese Felgen kommt. Von der Firma Grimeca, von Bologna. Die Felge war von einem Piaggio Ciao. Also habe ich mich dort angemeldet und bin aus meinen Ferien raus, mit dem T-Shirt und der kurzen Hose nach Bologna gefahren. Ich habe mich vorgestellt, ich sei Martin Kiburz und ich möchte gerne bei ihnen Felgen kaufen. Sie haben dann ein bisschen gehäuselt aus der Wäsche geschaut. Ich war in einem grossen Konferenzraum. Sie haben einen Ordner hergelegt. Und ich habe mir dann die rausgesucht. Vier Speicherbeichenfelgen. Dann haben sie gefunden, ja, das ginge so eigentlich nicht, weil die Felgen gehören der Piaggio. Und das können sie nicht einfach. Ich habe sie einfach gefragt, ja, was sie dann brauchen, wie man dann vorgehen. Dann haben sie gefunden, ja, der Piaggio-Einkäufer sei jetzt gerade im Haus. Aber sie wissen nicht so recht. Und ich habe gefragt, ja, da können wir doch den jetzt gerade fragen. Dann sind sie herumgedruckt und gefunden, ja, sie wissen nicht so recht. Und dann sind sie rausgegangen. Da hat der eine den Kopf hineingestreckt, der hat den zweiten den Kopf hineingestreckt, sie haben mich gemustert, sind wieder raus. Und die Verkäuferin ist dann erleichtert zu mir gekommen. Das war gerade der Chef-Einkäufer von Biaggio und der Firmenchef. Die haben mich gesehen und sagt, gut, ich komme die Form über, sie brauchen sie nicht mehr, ich kann sie einfach haben. So eine Form hat etwa den Wert von einem grösseren Auto. Wo dann die Zeit gekommen ist und wir viele Fahrzeuge für Postfahrzeuge hatten, war dann die Felge durch und wir konnten unsere eigenen Felgen machen. Wir haben bei den Felgen auf der Vorderseite unser Logo reingebracht. Auf der Hinterseite der Felgen ist das Logo vom Güsser, das sie für uns macht in Italien. Das ist die Firma Nifo. Das Katzenauge ist besser integriert. Ventil, das ist eine ganz heikle Stelle. Unsere Hütung hat jetzt 5 Speicher. Das ist eine Frage vom Design vor allem. Und auch statisch haben wir noch ein bisschen etwas verbessern gegenüber den 4 Speicherfelgen, die wir ursprünglich hatten.